Käsebrot, Freund. Hey, Timsche, hallo. Die Nacht war ruhig, wir haben es verkackt letztes Mal. Okay, ich habe die Axt vergessen. Timsche hat die Axt vergessen, der alte Nasenbär. Naja, gut, passiert. Ja, kommt vor, ja. wir haben eine Weile nicht gespielt, deswegen, man möge uns nachsehen, wenn wir ein bisschen rumeiern irgendwie. Ja, ja. So, wir müssen mal gucken. Wir haben 12 Grad, wieso ist es so kalt? Wir haben doch, der Ofen läuft. Der Ofen läuft, aber Schütte. Nur mit 2. Wir bräuchten auf jeden Fall Holz. Ja, eigentlich dürften wir ein bisschen Feuerholz haben. Schmeißen wir mal drauf. Ja, wir haben im Zweifelsfall auch noch Kram, den wir zerhacken können, irgendwie so. Ja, du gehst mal hin. Die sind alle sehr hungrig. Essen haben wir aber eigentlich noch genug. Ja, ne? Ja, der gute Problembär soll mal was kochen, oder? Es wird kalt. Wirf mal noch eins drauf. Okay. Wie viel? 4, Alter. Okay. Ja, aber man braucht echt viel Holz. Also wenn man es so auf 4-5 hält, dann schnappen die sich irgendwie keine. Wo ist denn unser Holz hier? Verbrauchsgüter. Ja, wir haben nur 6 Feuerholz. Ja, aber 4 ist jetzt schon gut gemeint, Tim. Ja, naja, ne? Guck mal, wir haben immer noch bei plus 12 Grad. Ja, das braucht ein bisschen. Das braucht ja, ein bisschen. Aber, okay. Ich sag's dir nur. Also sehr müde, sehr hungrig. Sollen wir hier... Ja, der Marco soll mal pennen gehen, oder? Der war ja jetzt gerade unterwegs. Ja, aber der ist sehr hungrig. Sollen wir erstmal irgendwas kochen? Ja, dann lass doch den Problembär mal was kochen. Der Problembär kann mal was kochen. Aber währenddessen kann auch der Marco schlafen. Der kann auch essen, bevor er dann losgeht. Oder? Okay, komm, geh mal schlafen. Was ist mit dir los? Auch sehr hungrig. Sind alle sehr hungrig. Mädle. Großes Essen. Wir haben ein Gemüse mitgenommen, das letzte Mal. Ja. Geiler Scheiß. Dann machen wir mal. Ne? Jetzt bist du auf verlassen. Auf was? Du bist auf verlassen, statt auf herstellen. Oh, scheiße. Scheiße. So ein Fuck. Okay, herstellen. Wir haben 23 Wasser. Holy shit. Ja. Aber wir müssen auch, Okay, jetzt haben wir 18 Grad. Das ist gut. Wir brauchen auf jeden Fall Holz. Ja, da ist auch noch Wasser. Ah, Schnappes ist fertig. Okay, geil. Schnappes ist fertig. Traurig, müde, sehr hungrig. Chaos. Hier, du mal Wasser holen. Nee, das ist Schnappes. Das heißt, wir müssen mal gucken. Genau, wir waren irgendwie, genau, wir haben die Blasbrenner an den Start gebracht. Ich glaube, wir können nämlich ernsthaft schon destillieren zu reinem Alkohol. Und ich bin mir nicht da, ganz... Da, ne? Genau, so war das. Also der ist ja geil zum Tauschen, weil geil wertvoll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man am Militärposten besser Schnaps oder besser... wir haben keine Wasserfilter. Besser reinen Alkohol vertickt. Weiß ich nicht genau. Weißt du das? Ich weiß es nicht. Wir lassen erstmal ihn essen. Ja? Der raucht ja gerade gemütlich. Dann ist er bestimmt gleich wieder besser drauf. Sie soll die Wasserfilter herstellen? Ja, soll die mal einmal. Ich weiß nicht, wie viele Teile wir haben. Guck mal. Hätte nichts gegen eine weitere Portion. Ja, ich auch nicht, ne? Kollege, nee, nicht upgraden, sondern... Da. Boah, wir haben es echt schon... Ach, das ist verkehrt. Wir haben echt schon lange nicht mehr gezockt, ey. Ja, achso, ja. Das ist schon total ausgebaut hier. Super. Okay. Super ausgebaut. Okay, Wasserfilter können wir nicht, weil wir keine. Nee, Filter. Das da Wasserfilter hier. Sollen wir? Okay, ja, mach mal einen. Soll ich 2 machen? Boah, ich weiß nicht, Alter. Ja, willst du Schnaps herstellen? Also willst du Alk herstellen? Alk und Wasser. Ja, dann brauchen wir 2 halt. Ja, okay, dann mach 2, komm. Was okay. Soll's? So, was soll die mal schön schaffen da. So, der hat was gegessen, der ist nur noch hungrig. Okay. Der kann. Achso, was kann. Der braucht nichts machen gerade. Der kann sich setzen. Kann sich setzen, ja. Der kann irgendwie ein Buch lesen oder so. Soll er machen. Setz genau. Dich mal. Komm, setz dich mal, Pavel. Du schneller Läufer, setz dich mal. So, der ist auch noch sehr hungrig. Soll er noch ein bisschen mehr Essen machen? Die sind alle sehr hungrig. Ja, der muss ja jetzt auch was essen, unbedingt. Der Marco muss das essen. Der muss da jetzt wild rumkochen. Wildes Kochen. Ja, okay, dann kochen wir noch ein bisschen. Ich hoffe, wir fangen bald wieder Ratte. Wir hatten so einen guten Lauf mit Ratte. Ja. So, und der ist ausgeschlafen und der muss noch ein bisschen was herstellen. Der soll jetzt noch 2 Essen machen. Der soll noch mal... Na, fuck. 2 Essen soll er machen. 4 Wasser, ja. Ja, ist halt so. So, und du kannst dann gleich hier mal rumwässern. Ja. 17 Grad, okay. Ich glaube, der Winter kommt jetzt echt. Ja. Wenn wir jetzt... Also, weil ich hab ja die letzte Folge mir angeguckt, oder den Teil zumindest, da hatten wir mit 3,21 Grad, ne? So, machen wir hier. Machen wir. Ja, mach mal. Komm. Also ist auf jeden Fall geil zum Tauschen. So, okay. Du bist auch sehr hungrig. Also du gehst mal hier, bevor du gefickt rumplünderst. Gefickt? Geschickt. Gefickt eingeschädelt? Gefickt eingeschädelt. So, er hat was gegessen. Sie ist gleich fertig. Sie kann dann auch noch was essen. Ja.
Aber okay. Im Prinzip sind wir immer noch super aufgestellt. Ne? Niemand ist krank. Noch nicht, nee. Keiner ist verletzt. 16 Grad, okay. Ah, das ist schon kacki, ey. Wir haben ja, das ist, wir haben aber auch nichts mehr zum Zerhacken, oder? Haben wir noch was zum Zerhacken? Nee, wir haben den Schrank zerhackt. Wir haben nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Wir müssen auf jeden Fall die Axt mitnehmen. Okay. Dann das Mädel kann ein bisschen hier rumgitarren spielen. Dann kriegen wir wahrscheinlich gleich wieder die Folge gesperrt. Wir haben nämlich ein, zwei Folgen, die YouTube nicht durchgehen lässt. Und wir vermuten mal, dass es damit zusammenhängt. Ach, naja. Also die Monetarisierung halt, ne? Ja, ja. Die Folge ist natürlich... What? Ja, was ich wollte das? Erst, dass sie noch was isst, bevor die da irgendwie so rum Gitarren spielt. Ja, mal geordnetes Chaos. Bestimmt. Ja, ja. Na, jetzt ist ja eh gleich Nacht. Ja, jetzt gleich Nacht. Geordnetes Chaos, gut, ja. So, jetzt gleich Nacht. Ja, ja, geordnet ist vielleicht übertrieben. So, 16 Grad, das ist erstmal noch okay. Also, aber um die Temperatur sollte man es halten, ja, ja. Eher 17, 18, weil sonst kriegen die echt den Pips. Ja, ja, auf jeden Fall, dann werden die krank. Ach so, dieses, ich weiß gar nicht, The Lost Children oder wie heißt das Ding? Also die, ist es ein Add-on oder ist, also ist ein DLC? Ist ein DLC. Ah, okay, also weil, genau, für alle, die es nicht wissen, es gibt dann nicht ein zweites, sondern ein DLC dazu. Mit so Kindern noch schlimmer. Alter, ernsthaft mit Kindern auch noch, fuck. Ja, ist aber nicht so gut getestet, also kam nicht so ganz so gut an. Ja, ich habe da so einen Spiegelartikel gelesen, der da so verhalten war, aber was weiß denn der Spiegel, bitteschön? Nix. Nix wissen die linken Zecken. So, Baustelle hatten wir eigentlich schon quasi Spaß. Leer. Hauptplatz, ruhiges Haus. Was gucken wir uns denn mal an? Eine Menge Medikamente. Okay, ruhiges Haus. Ja, also wir haben so ein paar große Spots, die blockiert waren wegen Krieg und so. Mhm. Das Krankenhaus, ich glaube der Stützpunkt. Die Autowerkstatt zum Beispiel. Ich war generell noch nie bei der Autowerkstatt. Ich weiß nicht, was da geht. Da brauchen wir halt auch was zum Tauschen, ne? Ja. Glaube ich. Und also Krankenhaus ist halt super, ne? Müssen wir ein bisschen gucken. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht aus Versehen was stehlen, aber da gibt es auch noch einen Haufen Scheiß. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, also Krankenhaus ist ein sicherer Spot, wo wir auf jeden Fall ordentlich Loot bekommen, lustige Sachen. Ich weiß nur nicht genau, wie es da mit Holz ist. Gucken wir. Aber wir haben ja eigentlich im Moment, wir haben ja viel Holz, ne? Also Feuerholzmangel haben wir jetzt ja noch keinen. Nein, wir bereiten uns mal einfach vor. Ja, ja, aber nimm trotzdem mal die Axtband, ne? Wir kriegen da so viel Kram, ich glaube, wir brauchen die am Anfang mal noch nicht. Ja, also wir können den auf jeden Fall voll machen am Anfang, das stimmt, ja. Ja, ja. Sollen wir? Nur, wir brauchen... Ja, okay. Ja, wir plündern einfach erstmal. Okay, wir gehen erstmal suchen. Okay. Okay. Alright. So, Stadtkrankenhaus. Wenn man da keinen Scheiß baut, wie gesagt, ist das eigentlich eine easy peasy Sache. So, da ist nix. Ach ja. Aber wenn man Scheiß baut, man sieht's hier gleich, geht's unangenehm zur Sache hier. Ja, ja. Macht Druck. Ja, da gibt's direkt voll eins in die Fresse. Irgendwie so. Ja. Darf man auch nie wieder zurückkommen. Also sonst, die behandeln einen ja umsonst, ne? Wenn man irgendwie... Nein, wir legen uns nicht mit dir an. Alles gut. Ja, ja, wir sind cool. Ich messer dich gleich von hinten um. Ich guck hier nur und kaum ein bisschen... Basisausstellung. Mensch, hätten wir jetzt... Naja, gut, ja. Vielleicht kommen die Kinder ja nochmal. So, hier ist alles Clown, Clown, Clown. Das wollen wir natürlich nicht. Ah, Bestand geht zur Neige. Wobei ich das da auch schon gemacht habe. Geklaut. Ja, ja, habe ich auch schon gemacht. Also das Problem ist halt dann, dass die halt dann alle Depri sind, ne? Ja, nicht gut. Und wenn sie dich erwischen, wie gesagt, ist das Krankenhaus, ist der Tropf gelutscht im Krankenhaus. Ja, ja, klar. Nicht zum Ausgang rennen, Alter. Nein, 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 nein. Alter. Auf keinen Fall. Auf gar keinen. Ja, ja, also eben deswegen, das ist halt das echte Problem dann irgendwie. Dann sind die alle so, oh nein, wir sind so schlechte Menschen. Wir stehlen im Krankenhaus. Ja, ist ja auch nicht cool, aber mei, wenn man halt, ne, Survival of the Fittest. Fattest. Komisch, bei mir war echt so viel Kram. Ja, ja, gut, da gibt's jetzt schon noch ein paar Spots. Und eine Etage haben wir ja auch noch. Nix. Achso, wir können uns. Achso, der hat aber nichts dann. Achso, bei dir kann man Medis tauschen. Achso, ja klar, beim Doc. Ja, komm, jetzt find mal was. Nicht nur Abfall und Schmutz. 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 Okay, gehen wir mal hoch, mal gucken. Oder? Gehen wir mal hoch, genau. So, schauen wir mal weiter. Ja, ja. Vorsichtig vortasten. Also bis jetzt ist aber in der Tat weniger erfolgreich, wie ich irgendwie das so in Erinnerung hatte. Ja, ja, ich habe da auch deutlich mehr schon gefunden.
Also ich war letztes Mal rappelvoll, als ich wieder rauskam, ohne irgendwas stehlen zu müssen. Okay. Naja, nicht schlecht, aber jetzt auch nicht super, wa? Nee, das war's eigentlich schon fast, ne? Ja gut, ja, dann müssen wir jetzt mal anfangen umzuklauen halt, ja? Hilft ja nichts. Okay. Also, ist der... Hier? Ich glaube, das... Nein, nee, gerade schlecht. Gerade nicht. Ach so, der legt sich jetzt hin, wie praktisch. Ist natürlich nett, Kollege. Hau dich rück hin. Wir passen so auf alles auf. Ach so, ja, Medi soll... Wir gucken mal hier. Ja, ja, genau. Nee, der ist zu. Okay. Was gibt's da? Privat. Medis. Nee, brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir nicht. Oder wollen wir nicht. Ich glaube, also... Weil das sollten wir echt nur machen, wenn wir halt jemand, wenn jemand echt schwer krank ist und wir nicht herkommen können oder so. Ja. Dann können wir das machen. Da zum Beispiel. Oh, bitte, bitte, bitte. Privatbesitz. Ja, gut. Nehmen wir? Teil, wir brauchen Teile, Alter, ja. Das nehmen wir jetzt. Hat ja keiner gesehen, oder? Hat keiner gesehen. Keiner gesehen. Niemand nicht. Ihr verratet es auch nicht weiter, dass wir hier das Krankenhaus bestehen. Ach, niemand, nee, nee. Ja, geht über Lüften. Jetzt kommt da hinten jemand. Doc. Ja, ja, das war schlimm. Das war nicht schön. Die letzte Bombardierung war echt shit. jetzt bind ihr doch nicht hier die Schuhe, Mädchen, los. Auf weiter. Weil du eine Ärztin bist. Ich kann es nicht genau sagen. Ach, scheiße. Ist da unten? Waren wir da unten schon? Da im Krankenzimmer? Achso, jetzt, der steht jetzt auf. So. Okay. Naja, also die... Kacke. Ja. Jetzt, der zweite kommt, Scheißabend in Folge. Die Mutti kommt ja jetzt wieder runter jetzt. Ist ja immer zufällig, was man findet, ne? Also ich habe damals in jedem dieser Haufen, ich bin da echt dick wieder rausmarschiert. Ja, ja, ich habe auch das Krankenhaus aus, das Krankenhaus auch als... Oh, jetzt hockt er da, ey. Sehr ergiebigen Ort Erinnerung, auch ohne, dass man klauen muss. Aber eben, die Orte ändern sich ja auch, haben wir ja an der Schule gesehen, ne? Ich hatte in der Schule ja nie irgendwelche Leute drin irgendwie und bei uns waren dann da auf einmal irgendwie diese Messerjungs da irgendwie und wir sind... Wie kommt man denn hier hin? Ja, von da drüben halt. Klar weiß der das. Der ist nur blöd. Der Junge. Die Wegfindung ist ein bisschen blöd. Ja, wir haben noch einen Moment Zeit. Noch einmal kurz gucken. Da ist der Wachmannski. Oh je, ich hoffe, die sind jetzt nicht traurig alle, weil wir da ein bisschen geklaut haben. Aber wir haben ja keine krankenhausrelevanten Sachen geklaut, ne? Wir haben keine Medis oder Kram geklaut, ne? Ich glaube nicht, ne. Nö, wir haben nur Essen und Teile und so. Wie geht es Ihnen, mein Herr? Hä, wo willst du jetzt? Ach, ich irre hier rum und versuche irgendwas zu klauen. Da warst du. Da soll ich mal rein? Oder ja, da wolltest du gerade hin. Da hat er gesagt, ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Na gut, dann gehe ich da jetzt nochmal schnell. Ja, genau, weil da sitzt ja der Doc. Das ist der Raum hinterm Doc. Puff. Okay. Warte mal. Vielleicht erst die Tür zumachen? Oder so? Nicht. Nehmen wir nicht. Ja, das war ja mal scheiße. Das hat sich nicht rentiert, ne? Nee. Das war... Vielleicht hätten wir doch die Axt mitnehmen sollen. Ja gut, hinterher bist du immer schlauer, ja? Ja. Weiß man halt auch nicht genau, was man im Krankenhaus... Aber ich weiß halt auch nicht, ne? Im Krankenhaus stört ja niemand, wenn ich diese Sitzgruppe hier jetzt deppere. Ich hab so eine Wut. Naja, okay. Oh, scheiße. War nix. Gut. Nee. Okay,